Als 1766 diese Kirche fertiggestellt wurde, gab es die Vereinigten Staaten von Amerika noch gar nicht. 20.000 Menschen lebten damals in dem, was New York City hieß, auf der Südspitze der Insel Manhattan. 1776 musste diese Kirche schon das große Feuer von New York überstehen. Ein Viertel der Gebäude sind vernichtet worden, der St. Paul's Church passierte nichts. Am 11. September 2001 stürzten direkt nebenan die beiden Türme des World Trade Center ein. Wieder blieb die Kirche unbeschädigt, kein einziges Fenster ging kaputt. Feuerwehrleute, Bauarbeiter, Polizisten haben hier eine Ruhemöglichkeit gefunden. Es ist ein kleines Stück Himmel in einer ganz, ganz großen Hölle, gab ein Feuerwehrmann zu Protokoll. Und diese Zäune haben eine wichtige Rolle gespielt für die Angehörigen der Opfer des 11. September. Hier gab es die erste Möglichkeit zu trauern. Sie haben hier Hochzeitsbilder aufgehängt, Bilder vom Schulabschluss, Kuscheltiere hingehängt. Irgendwann waren alle Zäune voll. Die Kirchenleitung hat entschieden, wir bringen 15 Tafeln an, damit die Menschen weiterhin Andenken bringen können. Am Ende mussten sie über 400 Tafeln hier an der St. Paul's Church anbringen. In dem Moment dachte ich mir nur, Gott bewahre vor Unglück. Also weil letztendlich war die Angst da, jetzt würde es Muslime treffen weltweit. An dieser Stelle haben das Menschen gemacht, Männer gemacht, die eben Muslime sind. Aber das ist für mich kein Kriterium für Muslime, sondern es ist ein Kriterium für Fanatiker. Frau Kikuli, haben Sie das so identifiziert, als dann klar war, das ist ein terroristischer Anschlag? Das ist ein terroristischer Anschlag, den Leute verübt haben, die eine Religion, nämlich den Islam, für sich in Anspruch nehmen. Bischof Huber hat, glaube ich, anschließend gesagt, es gibt keinen Gott, der diese Taten, rechtfertigen oder gutheißen könnte. Haben Sie zu dem Zeitpunkt hauptsächlich daran gedacht, das sind Muslime, das sind Leute, die auch an was glauben und das deswegen gemacht haben? Ich habe gedacht, dass Menschen etwas Böses getan haben. Ohne jetzt genau zu gucken, was haben die für eine Hautfarbe, was haben die für eine Religion, was haben die für ein Geschlecht, sondern einfach, da ist etwas passiert. Und wir haben auch das getan, was wir immer in unserer Fürbitte tun, dass wir gebetet haben für die Angehörigen derer, die jetzt umgekommen sind, aber auch für die Angehörigen derer, die das Flugzeug dazu gezwungen haben. Das, was Sie gesagt haben, Kekulé, ist halt eine sehr reflektierte Position, dass man sagt, ich habe das überhaupt nicht mit dem Islam in Verbindung gebracht. Die Mehrheit der Menschen hat gesehen, das waren Muslime, die diesen Terrorakt vollzogen haben. Und das, was danach ja passiert ist, Islamophobie oder Muslimfeindlichkeit, wie wir es heute nennen, letztendlich das undifferenzierte Islambild auch der Medien, Araber gleich Terrorist, Muslim gleich Terrorist etc., das ist ja alles nach dem 11. September entstanden. Es waren viel zu wenige, die reflektiert, die so weit gegangen sind wie Sie und gesagt haben, das hat überhaupt nichts, das ist nicht islamisch. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, die wären jetzt nicht dabei gestorben, sind die Gelegenheit, mit denen zu diskutieren. Was würden Sie mindestens in so einer Diskussion unterbringen wollen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Leute waren schon so weit von dem Glauben, an den ich glaube, abgekommen, dass ich
vermute, dass ich keine Chance gehabt hätte, darauf Einfluss zu nehmen. Die waren schon ideologisch so tief durchdrängt von ihrem Hass gegenüber Amerika und dem westlichen Modell und der Angst, dass dieses westliche Modell letztendlich die islamische Welt irgendwann mal zum Untergang bringen könnte. Ich weiß nicht, ob ich so an ihn rangekommen wäre, vor allem als Frau, die jetzt, von der man nicht ansieht, dass sie selbst ein sehr konservatives Islambild hat oder sehr, sehr gläubig ist, der hätte mich überhaupt nicht ernst genommen, so ein Mensch. Ja, aber das finden Sie in jeder anderen Religion auch, dass Sie an Fanatiker nicht mehr rankommen. Und gerade an die Leute, die eben so durchdrungen sind von ihrem, wie Sie meinen, jetzt Auftrag, die Welt oder ihre Religion zu retten oder was immer sie bewegt hat, da kommt keiner mehr ran. Ein Selbstmordattentäter kurz vor seinem Tod im Irak. Korangesänge, Abschied von den Angehörigen, Bilder fürs Herz. Ein Filmteam der Islamisten dokumentiert die schönsten Szenen für die Nachwelt. Der Selbstmordattentäter zeigt, wie er seinen LKW sprengen will. Im Namen Gottes. Abfahrt zu einer Brücke, dann eine Kette von Explosionen. Die christlichen Kirchen haben auf der einen Seite von dieser neuen Variante des Konflikts profitiert, weil man sich auf Kirchentage hinstellen kann und kann als Friedensengel auftreten wie Frau Käßmann. Und auf der anderen Seite muss man aber sein Versagen nicht so ganz deutlich anerkennen, wenn beispielsweise in der christlichen Gesellschaft solche Hassfibeln wie das Buch von Thilo Sarrazin eine Millionenauflage erzielt. Also das heißt, als christliche Kirche geht es mir gut damit, wie die ganze Sache läuft. Es gibt in der christlichen Kirche, genauso wie im Islam, widersprechen Sie mir bitte, wenn ich was Falsches sage, sehr viele Strömungen. Und es gibt nicht den Christen und die Christin und es gibt sicherlich nicht die Muslime und den Muslim. Von daher, denke ich, finden wir auch beim Christentum, wenn Sie an meinen Kollegen in Amerika denken, der den Koran verbrennen wollte. Ich weiß nicht, ob er es getan hat. Er hat es getan. Es gibt viele, die das zutiefst verurteilen. Es gibt andere, die sagen, genau, das ist der richtige Weg. Also die christlichen Kirchen, dass die sich jetzt hinstellen und sagen, also wir sind hier die Guten, das habe ich so in meinem Umfeld nicht erlebt. Was finden Sie wahrscheinlicher, Frau von Kekulé, als Folge aus dem 11. September, dass die Menschen, Sie haben es ja unmittelbar bei Ihren 30-Minuten-Andachten gespürt, dass die Leute einen Zug dann zur Kirche hatten. Halten Sie für eher wahrscheinlich, dass die Leute dadurch religiöser geworden sind? Religion als was Geborgenes oder Geborgenheitsstiftendes empfunden haben? Oder eher als etwas, was die Menschen auseinandertreibt? Die Menschen, die zu uns in diesem Moment in die Kirche gekommen sind, haben sicherlich die Geborgenheit gesucht. Und die Menschen, die gekommen sind, haben sich auch an etwas erinnert, was sie vielleicht, wonach sie eine Sehnsucht haben. Ich denke, es waren viele Kirchenferne, aber keine Kirchenfremden in diesen Gottesdiensten, in diesen Andachten. Und nein, niemand ist dadurch frömmer geworden. Warum muss es zum Beispiel immer diese ewigen Konferenzen und interkonfessionellen Austausche überhaupt geben? Warum muss man da Diskussion anstiften? Weil ich würde mir doch auch vorstellen, dass die frommen Leute, welcher Religion auch immer sie angehören, alle es für sich, also sich gegenseitig respektieren nach Möglichkeit. Dafür gibt es ja auch Regeln. Man kann sich doch auch einfach friedlich, gerade in einer Stadt wie Berlin, nebeneinander arrangieren. Und warum ist das so schwer möglich? Wer kann das? Also Sie müssten das beantworten können qua Beruf. Ich muss es beantworten. Ich meine, wenn es so funktionierte, dass wir parallel, ich meine, eine Parallelgesellschaft per se ist nicht schlimm. Wenn Menschen nebeneinander her in ihren Gruppen friedlich leben, ich glaube, das ist auch natürlich, dass man sich mit Leuten gesellt, mit denen man klarkommt, die ähnlich denken. Aber es funktioniert so ja nicht. Würden Sie sagen, dass es seit dem 11. September so islamophobe Hetzjagden gegeben hat? Also Thilo Sarrazins Buch ist unappetitlich, zweifelsohne. Mhm. Aber mein Gott, das muss ja eine meinungsstarke Demokratie aushalten eigentlich. Sie muss es aushalten, das ist schon klar. Und hier, ich meine, keiner
hätte ihn davon abhalten können, dieses Buch zu schreiben. Aber für mich ist interessant, wie die Menschen darauf reagiert haben, dass so viele Menschen ihm Zuspruch schenken bei dem, was er sagt, bei seinen Thesen. Das ist für mich jetzt als Muslima erschreckend, wenn ich sehe, dass Leute einem Menschen zustimmen, der sagt, Muslime sind genetisch dumm, sie fördern den Untergang dieses Deutschlands. Da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht erwünscht als Deutscher. Beispiel Köln. Die islamfeindliche Pro-Partei. Über 5% hat sie bei den Kommunalwahlen vor 3 Monaten geholt. Mehr als beim letzten Mal. Mit Argumenten gegen eine neue Moschee und ihre Minarette. Mit Angst. Und deshalb ist der Dialog so wichtig. Und die Verständigung läuft über persönliche Kontakte. Das läuft über Freundschaften. Das läuft über, dass junge Leute gemeinsam in der Clique sind oder tanzen gehen oder weiß ich was machen. Wir müssen auf ganz kleiner Ebene, gar nicht mal da oben, diesen großen Dialog der Politiker, sondern auf kleiner Ebene miteinander sprechen. Mein Bruder hat einen Schrebergarten. Die Leute, die nebenan ihren Schrebergarten hatten, es waren Deutsche, Deutsch-Deutsche, ethnisch-Deutsche, 50, 60, ich glaube, der Mann war schon im Rentenalter. Als meine Bruder und meine Schwägerin da eingezogen sind, meine Schwägerin mit einem Tuch, die haben kein Wort miteinander gesprochen. Da war sofort das Bild, boah, da zieht gerade eine Familie ein. Das sind ja die Muslime, die sind ganz komisch mit ihrer Kultur und mit ihrer Religion. Und diese vorgefertigten Bilder. Mein Bruder ist zu denen hingegangen und hat erzählt, ich bin Muslim, mein Name ist so und so, ich freue mich hier zu sein, lassen Sie uns doch Mittag essen oder zusammen Kaffee trinken. Und so hat sich jetzt eine Freundschaft angebahnt. Aber das funktioniert auch nur so. Es kann gar nicht. Die Politik kann bestimmt einen Beitrag leisten, aber die Politik kann nicht das Bewusstsein von Menschen stark verändern. Das können nur Menschen untereinander im Dialog. Die vergangenen 10 Jahre, haben die Sie persönlich durch das, was Sie mitbekommen haben, unter Umständen härter werden lassen, Ihnen Illusionen geraubt? Also in welche Richtung ist das bei Ihnen gegangen in den vergangenen 10 Jahren? Es hat meine Beziehung zum Islam verändert. Sie ist intensiver geworden. Dadurch, dass ich immer wieder auch von außen zu Muslima gemacht werde und mich immer wieder positionieren muss zu dem Islam, habe ich angefangen, mich viel stärker, intensiver mit dem Islam auseinanderzusetzen. Das war vorher nicht so. Ich war Muslima, meine Eltern haben gebetet, wir haben gebetet, aber ich habe nie darüber nachgedacht, warum ich das tue. Tue ich heute viel stärker, um Leuten, die mir vorwerfen, dass der Islam so und so ist, auch argumentativ etwas gegensteuern zu können. Das ist die positive Geschichte, also Hinwendung, auch Auseinandersetzung mit dem Islam. Negativ ist das, was wir jetzt in den medialen Debatten ständig erleben. Muslimisierung, Islamophobie. Noch ahnen die meisten nicht, dass sich auch ihr Heimatort im Kalkül der gigantischen türkischen Religionsbehörde befindet. Ihre deutsche Zweigstelle trägt den Namen DİTİB. Und dass den blühenden Landschaften womöglich das gleiche Schicksal droht wie den ehemals paradiesischen Gegenden, aus denen die armenische, syrische und griechische Bevölkerung durch Muslime ausgerottet wurde. Wenig Dialog, Bereitschaft von beiden Seiten, auch Muslime, die sich abschotten und nicht bereit sind zuzugehen, Mehrheitsgesellschaft, die nicht bereit ist, eigene Bilder zu hinterfragen. Also sehr viel negativ. Ich bin aber guter Dinge. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren von dieser Islamdebatte wegkommen und ein bisschen mehr Realpolitik betreiben. Frau von Kekulé, Ihre Bilanz nach den 10 Jahren, also einmal ausgehend von dem Tag, wo Sie da stehen und ich glaube um 3 Uhr nachts aufhören mussten, weil die Polizei gesagt hat, wenn Sie jetzt nochmal mit der Kirchenglocke bimmeln, dann stellen wir Ihnen den Strom ab. Ja. Bis heute, würden Sie sagen, ja, in der Tat, dieses Ereignis viele tausend Kilometer entfernt, hat auch bei mir was verändert, hat was in Gang gebracht, von dem ich mindestens betroffen war in den 10 Jahren danach. Mir ist ganz deutlich geworden, wie sehr die Aggressivität etwas ist, was zum Menschen gehört. Und ich habe vor vielen Jahren einen Imam im Fernsehen gehört, der gesagt hat, es ist nicht Allahs Wille, dass wir Krieg führen. Und solche Stimmen höre ich wenig im Fernsehen und ich lese sie wenig in der Presse. وإن من أعظم الظلم قتل الناس بغير حق وهذا ما تمارسه حكوماتكم وجنودكم تحت مظلة حلف الناتو في أفغانستان يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ جريمتهم أن بوش قد غضب عليهم
ولا صلة لهم بأحداث أمريكا، فكيف تتوقعون رد فعلنا؟